oder wie auch immer. Das heißt, Andrea kommt so mit einer Hand nach vorne, will hier irgendwie schubsen, so, ey, du, ja, diese Nummer. Gehe jetzt nicht nach hinten. Wie zu Hause. Und begleite sie wieder zurück. Das war's. Ja, nicht. Und vielleicht überlegst du dich das ja nochmal anders. Ja? Ich mache gegenüberliegend, einen Schritt nach hinten, nehme das auf, leite weg, nicht festhalten. Wahrscheinlich wird sie ja hier nicht bleiben wollen. Entweder geht sie weiter nach vorne, ja, macht was anderes, oder sie sagt, oh Scheiße, will wieder zurück. Wenn sie zurück will, begleite ich sie ein Stück und gehe wieder nach hinten. Das war's schon. Ja, und sag, ja, so nicht. Hm? Mal probieren. Dann bleibt sie aber hier, sie haut nicht nach hinten ab. Ja? Ja? Komm. Dritte Mal. Handgelenk hier drauf, Ellbogen gegen meinen Bauch und mit dem Ellbogen hier. Das sind mehrere Möglichkeiten. Nummer eins ist einfach hier ganz kurz den Arm weg. Knack. Ja, Arm fertig. Ja, erste Version. Zweite Version: reingehen, hinsetzen und dabei zu ihr hindrehen. Also, wenn ich sie angucke, aber nicht, weil ich den Kopf drehe, sondern weil ich mich drehe. Und weg ist sie. Nicht aus dem Arm schlagen, sondern ja, hier rein. Jetzt drehe ich hier in der Hüfte und gleichzeitig setze ich mich ein bisschen hin. Nochmal. Nochmal hier. Da. Ja, bin ich ein unhöflicher Mensch und habe es eilig, irgendwie mache ich nur hier knack. Ja, das war's. Ja, wieder raus und habe kein Problem, weil irgendwie ist ein Flügel da. Ja, wäre ja eine geschickte Idee für den Angreifer, wenn er merkt, der geht vorbei, ja, gleich irgendwie zu versuchen, in den Rücken zu kommen. Hier rein, rumgehen, oh, doof. Ja? Oder würgen oder ja, was auch immer. Was ich jetzt mache, ich mache das einfach mit und bleibe an dem Arm kleben. Sie geht rein, versucht rumzukommen. Man fällt da richtig lang. Ja, und das war's. Mal langsam. Nehme auf, sie will greifen. Dafür muss sie ja hier rumkommen wollen, dann gehe ich hier nach unten. Und jetzt habe ich hier eine Position, wo ich allein schon durch den Druck auf den Arm sie aus der Balance bringe, kann hier noch ein bisschen mitschieben. Und weg ist. Trick ist der verdrehte Arm in dieser Lage. Weil wenn ich hier drücke, komme ich automatisch in eine totale Hohlkreuzlage. Und das Ganze dann so flüssiger, der kommt rein hier. Der Eingang ist derselbe. Da kommt so ein stoßender Arm, aufnehmen. Hier, rein, unten. Boom. Die rechte Hand bleibt jetzt da, wo sie ist und stützt hier am Körper ab. Und ich setze mich hin. Beim Hinsetzen nehme ich den Arm mit nach oben. Wenn ich jetzt will, stoße ich hier nach oben. Weg, nach hinten. Ja? Den Hebel mache ich durch Setz. Die Hand bleibt. Nicht das, habt ihr keine Kraft. Ja? Die abstützen und einfach mal ja, nach hinten setzen. Kommen, aufnehmen. Boom. Damit sie aufhört, weiter nach vorne zu laufen. Hier hoch. Wenn ich jetzt werfen will, nicht aus den Armen. Die Arme bleiben. Ich mache nur eins. Ich strecke die Beine. Geht sie weg. Ich will nicht unbedingt kräftig sein. Ja? Wenn er da reinkommt und da passt jetzt, dann ist er schon so halb gestreckt. Fangt er an, hier zu drücken. Seid doch mal nett. Ja? Der sperrt hier immer noch. Einfach mal ja, da lang gehen. Streichen. Ja? Und ganz sanft. Ja? Da drüber gehen. Entspannt den mal ein bisschen. Ja? Der ist total verspannt. Was passiert, ist doppelt. Einmal streiche ich die Energie wirklich aus dem Arm und zum anderen ist das so eine Verwirrung, dass ich, was ist denn da los? Ja, irgendwie hochgekrabbelt am Arm, ja, was soll das? Mal probieren, nicht hart drücken. Ja, der kommt rein, ich mach den anderen einfach nur hier. Ja. Und zwar ziehen, ja. Dann tut ihm auch nicht so weh, ja. Wenn das nicht so in das Gelenk reinknallt. Einfach mal probieren. Ein bisschen ziehen und streichen. Weil Bewegung, ja, formelmäßig gelaufen, für die Einzelbewegung ist dann hier, ich gehe rein, ziehe und gehe hier hoch. Ja? Das ist,
Ja? Eine rutschende Bewegung, nicht rubbeln. Reicht so ein bisschen mit Druck. Ja? Mal drüber gehen. Probiert es mal aus, ob es eine Wirkung hat. Gefährliche Nummer, weil vielleicht zieht er mich in ein Knie, ja, in einen Kopfstoß, ja, so die Brutalvariante. Ja? Oder will mich einfach irgendwo hinziehen, wo ich nicht hin will. Ja? Das Erste, was ich gucken muss, ich muss irgendwie die Arme loswerden und muss hier die Mitte zumachen. Weil wenn ich die Mitte nicht zumache, kann da jede Menge Geschenke kommen. Ja? Von der Ecke nach außen wird nicht gehen. Das ist viel zu stark, funktioniert nicht. Nach oben geht halt. Geht auch nicht, wenn er richtig kräftig ist. So, was ich jetzt mache, ist hart gegen Wein. Er packt und hält mich da, weil die Kumpels kommen schon, wollen mich verhauen. Nummer 1. Finger auf. Jetzt mache ich eins, ich drehe meine Handflächen nach oben. Das kann er nicht verhindern. Das geht nicht. Und dann steche ich mit beiden Fingern mit einem Schritt nach vorne in seine Richtung. Weg ist er. Gleichzeitig mache ich zu, weil seine eigenen Ellenbogen in die Mitte spießen. Wenn ihr das mal anguckt, ja, hier, da, da kann nichts mehr kommen. Die Bewegung kann er nicht vermeiden. Das ist ein Drehen unten und Stechen. Versucht nicht, das zu machen. Da kann er gegenhalten. Das geht nicht. Was er nicht halten kann, ist das. Das ist unmöglich. Und ich bin ganz locker, ganz entspannt. Du versuchst alles, dass das nicht funktioniert. Ja, Hände nach vorne drehen. Einfach mal wegschieben. Bewegung ist ohne ihn. Das ist alles. Von hier aus kommend. So. Was ihr dann danach macht mit ihm, ist eurer Fantasie überlassen. Ja? Ich kann ja auch ein bisschen mithelfen, wenn ich hier schon mal bin und schiebe. Da gibt es dann noch einen Kick hinterher oder irgendwas anderes. Ja? Wichtig ist, die Hände sind weg. Ja, und er geht schon mal rückwärts.